Hallo und herzlich willkommen zurück im Königreich Frankreich. Was haben wir jetzt geschafft? So, wir haben jetzt das liberale Denken fördern abgeschlossen. Kriegen wir dafür auch noch irgendeine Belohnung oder so? Anscheinend nicht. Dann hören wir mal auf, die zu stärken. Die Kolonialisierung in Togo ist abgeschlossen. Das organisierte Verbrechen ist in der Bretagne aktiv. Dann werden wir da mal ein bisschen Geld für rausgeben, um das auszumerzen. Können wir dort weiter kolonialisieren? So wie es aussieht, nicht. Achso, das ist immer noch Ostneuguinea. Das müsste ihr aber gleich drankommen. Schätze ich mal. Okay. Ein Aufstand da unten, das interessiert mich relativ wenig. Ja. Wir könnten dann noch mal ein weiteres Interesse erklären. Dann klären wir doch mal ein Interesse an der Pazifikküste hin und haben damit dann auch zukünftig mit den USA zu tun. Die Streitkräfte verlangen die Beförderung von Brigadegeneral François-Achille Bazaine. Ja, ist okay. Charles Baudin, der Vorsitzende der Streitkräfte, hat in der Hauptstadt ein bemerkenswertes Spiel um die Macht betrieben, um seinen Platz in der Regierung für seine Leute zu sichern. Es ist nicht ganz klar, ob man sich für diese neuartigen Taktiken belohnen sollte. Jo, ganz klar, es ist nicht alles erlaubt. So ein Blödsinn machen wir ja alles nicht mit. Hier wird fair und ordentlich und ehrlich gekämpft. So. Was macht denn unsere... Wir können noch mal eine Kolonie gründen an der Elfenbeinküste. Das machen wir auch. Ja, da wird weiter kolonialisiert hier unten. Österreich hat die bulgarischen Schulden bezahlt. So, wir könnten also uns mit... denen im Zweifel anlegen. Die Briten haben da schon wieder irgendwelche Aufstände. Schön, das ist aber nicht mein Problem. Kommen da vielleicht noch mal ein paar Leute hin?
Ich meine, ich habe da schon grüneres Gras und so drin, ne? Erscheint uns nur. Ja gut, das ist nicht das Ding. Ein Flusspferd wurde entlang des Flusses gesichtet. Es könnte sicherer sein, abzuwarten, bis es weiterzieht, anstatt daran vorbeizurudern. Wie hoch ist denn eigentlich die Gefahr aktuell? Sehe ich die? Nee. So, wir werden warten. Die Expedition wartet ein paar Stunden und irgendwann zog das Flusspferd weiter. Wir haben von der Expedition erfahren, dass mehrere Mitglieder, einschließlich Achille de Chastellux, von einem örtlichen König entführt wurden. Er verlangt nun ein Lösegeld. Ein nächtliches Licht ist selten ein gutes Zeichen. Die abergläubische Vorstellung, die dieses Volk von Irrlichtern und Ignis Fatuus sprechen ließ, gefährlichen Wesen, die unvorsichtig in den Tod führte, irrte nicht. Aus dem Licht wurde eine Laterne und aus der Laterne ein Mann. Aus dem Mann wurde ein Dutzend. Und kurz darauf hatten sie uns gefangen genommen. Das Metall ihrer Gewehre funkelte selbst in der Nacht. Wir konnten uns ihnen nicht entgegenstellen, nicht unter diesen Bedingungen. So, wir zahlen das. Damit da auch ja nichts passiert, so hoffe ich. Nachdem wir die Bezahlung des Lösegelds arrangiert hatten, wurde die Mannschaft der Expedition freigelassen und in die richtige Richtung geschickt. Es gibt einen Fortschritt, wunderbar. Bin ich gerade sehr, sehr zufrieden mit. So, jetzt kennen wir die Repetiergewehre. Und nun wollen wir mal festlegen, wie wir hier dann weiter forschen wollen. Ich sage jetzt mal so. Wir gehen den Weg. Dann gehen wir auf den Investitionsfonds. Danach nehmen wir das chemische Bleichen mit. Dann hätte ich gerne als nächstes das Dampfhilfsaggregat und den Drehventilmotor. Siemens-Martin-Verfahren. Die Hinterlader. Die Portalkräne. Damit haben wir jetzt acht neue oder acht Forschungen, die wir an den Start bringen können. Was ist denn deren Problem jetzt aktuell auch, Leute? So, dann hauen wir da noch mal eine Kolonie rein. In Mauretanien. Haben wir ja schon den Senegal, französisch Gambia, das ist jetzt britisch Senegal, niederländisch Senegal, okay. Da könnten sie auch mal ein bisschen was von abtreten. Und wir haben tatsächlich nur noch Lebensstandard-Themen in den in zwei der Kolonien. Und das ist natürlich sehr, sehr nice.
Ja gut, da sind die Briten uns ein bisschen davon gezogen. Ja. Preußen. Also wenn die uns was anbieten. Akil de Chasseroux ist triumphal zurückgekehrt. Sowohl der Verlauf als auch der Endpunkt des Nigers wurden erfolgreich kartografiert. Ausgezeichnete Neuigkeiten. Also wenn die uns hier was anbieten würden, jetzt keine Verpflichtung, aber vielleicht Nordrhein oder Ruhr oder so, dann wäre ich da natürlich bei. Da sind wir raus aus der Nummer. Okay. Okay. Da man uns nichts angeboten hat, sind wir natürlich raus aus der Nummer. Ganz klar. So, wir kennen jetzt also den Realismus und damit sollten wir uns einmal ganz kurz mit unseren warte mal, mach mal den bitte und dann mach mal so. Das dürfte sich dann nämlich ausgleichen. Jo, wir machen mal Staatskirchen hier bitte, Freikirchen bitte. Wir gehen hier natürlich auf den Realismus und hier auf die unabhängigen Künstler. Ganz klare Sache. Ganz, ganz klare Sache. Und dann, die Kunsthochschule von Île-de-France sind zu einem Hauptzentrum der realistischen Schule geworden und bringen einige der besten Werke ihrer Generation hervor oder unserer Generation oder wie auch immer. Sequenzen. So, Kameras können wir erforschen, also gehen wir da auch direkt drauf. Sagen, wir nehmen die 4,5 mit, weil dann geht es da ja auch Stück für Stück weiter.
Kann ich da nicht noch mal habe ich da nicht Ansprüche? Okay. Eieieiei. Ist ja einiges passiert. Einige Rivalitäten haben sich da verabschiedet. Also, ich will jetzt mal gucken. Preußen ist im Moment stärker als wir. Dementsprechend, ja gut, aber das dauert nicht mehr allzu lange, bis wir. Hatte ich die Eisenbahn nicht in. Die kenne ich gar nicht in den Landesbesitz. Da habe ich nur eins, das hätte ich mich gerne getan. Was? Was ist denn hier los? So, bitte. Diplomatie-Spiele. Start-Rückgabe. Nordrhein, das da. Bayerisch Rheinland, Inneres Marokko. Savoy. Das wären also Sachen, wo wir jetzt aktuell noch auf die Staatsrückgabe gehen können. So. Schwierig gerade. Weil ich an Bayern ja auch so nicht rankomme. Na? Es ist natürlich, ja, und für Preußen alleine fühle ich mich derzeit noch nicht stark genug. Was ist mit den algerischen? Achso, ich muss aufhören mit der. So. Das allgemeine Wahlrecht. Das würde die Grundbesitzer radikalisieren. Das wäre natürlich dämlich. Zensuswahlrecht. Genau so bescheiden. Ich will mal was gucken. Och ey, diese Grundbesitzer wieder. Ne, keine Migrationskontrollen ist ja auch nicht richtig. Das ist ja das, was ich haben will. Frag mich, wieso da keiner für ist. Ah nee, stimmt, wir haben auch die Menschenrechte noch nicht mal. Dann ist das ja klar. Dann ist das ja ganz klar. Das hatte ich ja ganz außer Acht gelassen, dass wir dafür noch die Menschenrechte brauchen. Ja. Was ich aber nicht außer Acht lasse, ist die Länge der heutigen Folge. Und dementsprechend, meine lieben Leute,
Wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.